Guten Tag, liebe Leute, ich bin Dr. Art Bürste von Klostern. Sie werden mich vielleicht von folgenden Videos kennen, die Kloshow und Pimp mein Klo. Ja, Sie fragen sich jetzt, hä, was macht sie jetzt da? Ja, die Frage kann ich Ihnen ganz einfach beantworten. Am Samstag diese Woche, am 19.11. ist Welttoilettentag. Und ja, ich sage Ihnen, was hat die Vienna Comic Con und ein Aufstrich mit dem Welttoilettentag zu tun? Fangen wir an. So, der Welttoilettentag ist am 19.11.2016. So wie letztes Jahr war ja auch den Tag und so was. Weitere genauere Infos zum Welttoilettentag werden in den nächsten Tagen noch folgen. Und ja, kommen vielleicht ein paar Toilettsachen. Anlässlich dazu, dass in dieser Woche dann am Samstag der Welttoilettentag ist. So, was mit dem Aufstrich zu tun hat? Ja, schauen wir uns mal den Aufstrich an, wenn ich es mal hinbekommen würde. Mindestens haltbar ist es bis zum 19.11.2016. Purer Zufall, oder nicht? Vermutlich schon. Werf mal einfach den weg. Nee, eigentlich nicht. Nur, ja. So, und was hat's mit der Vienna Comic Con auf sich? Ja, die Vienna Comic Con beginnt dieses Jahr, also im Jahr 2016, am, haltet euch fest, ich habe keinen Trommel, sonst würde ich trommeln oder irgendwen Trommel lassen, so, am 19. November 2016 beginnt dieses Jahr die Vienna Comic Con. Purer Zufall oder nicht? Keine Ahnung, vielleicht nicht, man weiß es nicht, aber es ist vermutlich dann von Location mieten und das Ganze. Und beim Aufstrich ist, keine Ahnung, beim Aufstrich ist keine Location-Mietung-Schicht, aber ja, aber lustig ist dennoch nicht. Okay, wie gesagt, diese Woche am Samstag ist Welttoilettag, ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber, ja. Sie fragen sich, hä, warum haben Sie einen Klotschlampadbrille? Und ist der überhaupt sauber? Ja, das ist ein ganz frischer Klostein und mein Markenzeichen. Bin ja Dr. Artbürste von Klostein. Ja. Ohne Klostein gehe ich nicht aus dem Haus, wissen Sie? Oder vielleicht doch. Jedenfalls ist es so, ich schaue, dass diese Woche ein paar Videos extra noch kommen. Vielleicht wieder ein Pimp mein Klo Video. Kloschuh sollte auch wieder mal machen, ist jetzt längere Zeit her. Paar andere Sachen bezüglich Klos und das Übliche. Also ja, also kommt drauf an, aber ja, sehen Sie, dann abonnieren Sie mich, wenn Sie wollen. Dann verpasse ich kaum was zum Welttoilettentag. Da wird dann gebührend gefeiert. Wobei ich noch überlege, wie wir den gebührend feiern sollen, werden, tun. Keine Ahnung was. Lass mich überlegen. Wenn mein Klo kommt, ja, da schaue ich noch. Hoffen wir halt, dass noch nicht Wintersperre ist, weil es ist so in Wien meist, dass ja, Wintersperren sind. Irgendwann mit der Zeit wegen. So ungefähr wie bei den Wasserteilen im Parks halt. Wegen das nicht durch die Temperaturen halt das einfriert und vielleicht aufdingst hat. Keine Ahnung, kein Plan. Jedenfalls so halt Schutz davor halt. Und was soll man noch bloß sagen? Ja, und da gibt's halt bei Klos halt sowas. Außer bei Pissoirs. Aber das Klo, wo das so war, das gibt's ja leider nicht mehr. Aber ja, sind die auch auf Channel, aber ja. Vielleicht machen wir dort ein Video, ich weiß nicht. Nein, eigentlich nicht, da gibt's nichts zum Filmen eigentlich von Klos her. Nicht mehr, längere Zeit nicht mehr. Sehe ich schon über Jahr her oder so ungefähr. Ah ja, ungefähr halt. Okay, schauen wir, dass das Video halt 5 Minuten dort dreht, ich noch irgendein Quatsch daher vor 5 Minuten sind. Eigentlich nicht wirklich Quatsch, aber ja. Paar Videos halt, Pimp mein Klo-Show, schaue ich das vielleicht filmen. Und falls schaue ich das vielleicht vorab filmen und dann in den nächsten Tagen hochlade, schaue ich noch. Sicherheitshalber nicht, dass dann Wintersperre ist oder so, weil das wäre dann blöd, aber ja. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.